Moin Moin Menschen mit Girls, wir sind wieder in Sword und Sanctuary und beim letzten Mal mussten wir ja bei dieser widerwärtigen Sprungpassage aufhören. Der Weg hierhin war sehr weit, aber mal gucken, ob wir es diesmal schaffen. Mit dabei ist wieder mein Sohn. Hallo. Doch, und für euch erstmal das Intro. So, dann sind wir zurück. Ja. Dann fangen wir hier an zu springen. Die Frage. Vielleicht, wenn der da oben. Warte mal. Wenn wir jetzt springen würden, würde es ungefähr passen, glaube ich. Dann haben wir auch noch Zeit. Also, warte. 3, 2, 1, los. Jetzt sind beide zu weit gesprungen. Wir haben es überlebt. Ich dachte, wir sterben. Ja. Warte mal, wir müssen. Das hier. Ja. Ich bin fast tot. Ich bin tot. Tötet ihn mit einmal. Na, du musst hier unten irgendwo einen Kontrollpunkt finden. Du musst weitermachen. Scheiße, das sind drei. Ich hab geblockt. Kann man, die kann man anscheinend nicht blocken. Scheiße. Der Bastard geht noch. Das ist für also Scheiße. Dann muss man schlagen. Und nee, durchrollen wahrscheinlich. Ich überlegst du schon mal, wo es rollen ist. Ich weiß, so, warte mal, wo muss man lang? Nach rechts? Nee. So. Oh nein. Das ist ja der unendliche Weg. Hallo? Ja, hatte ich doch letztes Mal auch. Ist das übel? Ist das übel? Ah, an sich ist das ja nicht mal schwer, der Weg ist nur so weit. Die Viecher sind kacke, ja. Wir hätten vielleicht nach rechts laufen sollen und gucken, was da erstmal ist. Wir hätten vielleicht die Viecher anlaufen sollen. Oh nein, wir müssen das Springen doch wieder machen. Ja klar, wir müssen alles noch machen. Oh. 1000 Sprungpassagen. Ja. Das tun wir nicht töten. Ich will mich vermeilen. Ja, und der Weg hier ist ja nicht der so spannendste hier. Muss man bekämpfen, sonst trifft mich beim Springen oder sowas. Okay, ich bin tot. Und? Lutschen. Was, ihr lutschen? Ich bin gerade nicht so rausgekommen. Ach ja, los. Wegen auf der Leiter. Was ist los? Ja, das Hui. Ist du musst mitspringen. Hui. Oh nein, die ist ja. Ja, ich weiß, du verfolgen musst. Ich hoffe, dass ich irgendwann aufhören, wenn wir weit genug weg sind. Ja. Sie haben es leider nicht geschafft. Ist das ein Biel? Und runter da. Oder du machst das. Das zweite muss ich zugeben, es ist echt schwer. Nicht so. Oh. Geil. Pass. Ach komm, Mann. Bist du blöd dafür? Ja, nicht, dass das Team mich angreift. Dafür sind die mal, ja. Das ist auch eine gute Idee. Oh. Alter, das ist übel. Das ist übel. Halt dich mal. Du
immer komm da. Komm ich hier hin. Bitte, Seiler. Bitte, bitte, bitte. Okay, bla bla bla. Irgendwo ein Abdruck drin gemacht. Ich weiß. Ich hab's da. Ja, das bringt mir nichts. Scheiße. Soll ich das beschärft sein? Wieso kann hier nicht einfach einen Punkt kommen, wo ich wieder vorne? Wieso? Ist das so viel Balance-Spiel? Wieso? Wo zur Hölle sitzt ihr? Alter! Kann man nur zweimal machen. Ja, so geht's nicht. Scheiße! Damit ich da nicht hochschummeln kann. Ja. Jetzt wäre das. Ja, hier muss man oder man springt über. Bitte stirb nicht. Muss ich dann auch noch. Oh Mann! Muss er da erstmal kurz beobachten da. Wissen wir ja auch nicht, wie der da lang greift. Mann, wo soll ich denn da hin? Ich muss auf den ersten springen, verdammte Schicke. Ach, Mann. Nehme ich gerade zu blöd an oder ist das gerade zu ätzend? Bitte versuch das nicht 7 Mal. Du hast nur 7. Oh Mann, ich wollte doch gerade springen. Guter Trick. Shit, ich hab gerade gedrückt. Ich dachte, du musst nicht. Nee, ich muss schon. Ich kann noch da lang. Problem ist, dass ich es einfach noch nicht geschissen kriege. Wenn du das nicht hinkriegst, kriege ich das gar nicht hin. Und ich bin schon schlecht. So. Level ist die verschwinden. Weißt du, weißt nicht wo. Hättest du jetzt nicht. Oh! Du bist. Ganz. Bitte. Ich mache hier immer nur irgendwelche Wege auf. Wow. Das ist so viel Spaß. Bist du wieder da? Das heißt, wir müssen jetzt bloß oben nicht rüberspringen mehr. Ja. Okay, damit kann ich leben. Ja. Wenigstens wird das nicht zusammen. Bitte, bitte. Schwarzer Mantel, schwarzer Zylinder, schwarzer. Ja, einfach nur schwarze Klamotten. Schwarz, schwarz, schwarz. Schwarz! Bitte von. Oder anscheinend so ein Typ nur aufbauen. Was zum Teufel bringt das? Sieht doch wie ein Bot aus. Das sind Esel, Leute! Gut. Was zum Teufel geht hier? Mal heilen, lass mich mal heilen. Was seid ihr? Ja, das wäre gut, wenn ich weiß. Alter! Liebe! Nein! Bin ich an zwei so einer Hand gekörbelt? Was vergessen? Ich muss den ganzen Weg schon verlaufen, weil der einfach keinen Kontrollpunkt gibt. Es gibt keine Kontrollpunkte in dem Spiel. Im diesen Bereich. Geh runter, geh runter! Nach unten die Rückfälle. Mal Angst runterzufliegen, dann darfst du es wieder mit und du musst wieder nach oben. Und meine Seelen fliegen da rum bei der Treppe. Und kein Mensch angreifen kann. Ich kann ja nicht wieder angreifen, wenn ich auf der Treppe bin. Und wieder so ein Scheiß. Ich finde es einfach nur langweilig, den Weg hier nach hier unten zu halten. Der Weg ist langweilig, ja, recht. Aber hey, ist das hier nur leere Gänge? Ich meine, hier, klar, hier schwirren hier immer mal so ein paar Dinger rum. Ja, und man muss hier aufpassen mit das da, wenn das da kommt. Ja. Oh. Okay, wir machen das.
Nee, den müssen wir angreifen. Ach. Wo ist denn jetzt? Im Weltall oder von oben. Du willst sie auch unbedingt angreifen. Na nun los, jetzt komm her. Ah, ich komme ja eh nicht zurück, ich kann ja nur nach vorne. Wenigstens muss ich das Schiff nicht machen. Links, oder mehr. Ja, das ist, ich bin eh am Wegspringen. Mikro ist da. Wenigstens musst du das nicht machen. Ich will das nicht machen, weil du bist besser im Würfel als ich. Ich bin so schlecht. Ich bin eher mit Kämpfen. Ich mag eher Gottes. Bin ich jetzt vorsichtig? Ja. Kugel. Und deine. Oh. Ich. Nee, du hast ja keine wiedergekriegt, weil der Schrotflitz hat die nicht geleuchtet. Und weg. So, wir wissen aber noch, dass da unten links geht ja auch noch weiter, wenn wir die Dinger schaffen würden. Aber da gehe ich jetzt nicht, das riskiere ich jetzt nicht. Ich glaub, die ist. Muss ja gar nicht. Muss ja da oben jetzt nicht mehr lang. Dann kann man ja auch nicht hier unten den Weg nehmen. So, jetzt kommen die Dinger gleich. Die Dinger. Das Ding. Was ist hier los? Ja, da hat er nicht. Ja. Nicht sterben, nicht sterben. Versuch's, aber die sind so schnell, ich komme halt nicht weg. Wie soll ich denn hier wegkommen, Mann? Ich komme doch gar nicht zum Heilen bei den Mistviechern. Das ist scheiße, ey. Schumpeler. Vielleicht muss man sich vorbereiten. Ja, zu zweit wäre das sicherlich leichter. Du aber kommst, ist ja, mal, kommst ja leider immer nicht an. Aber nicht. Ich bin Phil und du bist schwer. Ja, du bist meistens tot. Das ist das Problem. Ja, ich frage mich, wieso es eigentlich ein Schild habe. Eigentlich müsste ich das Schwert. Ja, das ist doch vollkommen, ja, das sind einfach nur die Symbole für Spieler 1 und 2. Da kann auch Zahlen drüber stehen, da können auch Sterne drüber sein, da kann auch der Nikolaus drüber machen. Ja, Nikolaus. Naja. Vollkommen unwichtig. Auch wenn man weiß, was man hier ist. Glück gehabt. Ja. Ach so. Jump. Wo bin ich? Weg da. Angreifen, Quatsch. Diese Leiter und die halten mich auf beim Runterkommen. Ah, scheiße. Bitte nein! Sie merkt das ein bisschen früh, den weiteren Sprung genutzt hat. Oh. Nein!
glücklich, dass ich sterbe. Jetzt ist das kurz vorbei. Aber überlebt. So. Muss springen, los. So. Ach Mensch, lass doch mal los hier, jede Ecke. So, jetzt komm gleich jetzt der Bescheid. Ja. Hast du denn schon zweimal zugeguckt? Halt dich mal immer. Weiß ich nie. In diese Viecher. Oh! Du musst ihn heilen, du musst ihn auch heilen. Ey. Ein Deckel. Will das nicht stärkt sein? Oh, du bist es ja. Bin ich eigentlich da raus? Die Hüpfe, Mann. Könnt ihr ja. Geil. Diese Blende stehen. Ich frag mich eher, warum die so viel aushalten. Wahrscheinlich mein Blutungsschaden. Ey, ich hoffe, jetzt kommt nicht in den dritten. Naja, da sind ja Viere. Guck mal richtig hingucken. Weil dann nur, weil ich angegriffen habe. Und ich dann Schaden gemacht habe. Ich halte halt immer ein wenig aus. Das Heilen braucht auch 15 Minuten, Mann, ey. Ach, komm hier hoch? Nein! Ja, aber ich krieg's halt auch nicht. Hier hast du dann eine Zeit, dich zu heilen. Ja, wo hab ich denn hier Zeit? Wenn du da drauf. So, die machen deine Leben noch unter. Ja, darum ja. Warum wie sonst was? Hahaha, Trick 17, du bist Schwein. Oh. Okay, dem will er mehr Treffer, ich weiß gar nicht, wie man irgendwie Kopf machen müsste, sich wieder regenerieren. Das ist ja hier irgendwas, wo ich wieder auftauche. Oh nee! Das ist doch ein Scherz! Ich habe so wenig Treffer, wenn er mich zweimal schlägt, bin ich tot. Das ist schief. Da kommen sind ja wieder vier Stück. Wie denn? Oh, jetzt komm her! Das muss der immer machen. Aber ich kann doch nicht jetzt für jeden Gegner, hier dauert ja Monate, jedes Mal eine Stunde zurücklaufen. Das ist doch nicht, das muss man auch irgendwie anders töten können. Anscheinend schon. So, jetzt anhalte. Oder weg. Ja. Das ist ein Fernfeind. Was will man hier machen, Mann, ey? Das geht ja anscheinend. Ja, ich weiß es auch nicht.
beste Lösung bisher, die mir einfällt. Alter, fast gestorben. Gut, den muss einmal anfiegen, aber der schlägt ja sofort zu. Ich würde gerne mal einen Kontrollpunkt wiederfinden. Ja. Also langsam ist ein bisschen nervig. Du kannst ja nicht das halbe Spiel durchspielen ohne Kontrollpunkt. Also klar gibt es da ein paar Freaks oder so, aber das ist ein bisschen übertrieben. Der Weg ist auch so weit. Ich meine, hier springst du schon mit Turbo Jump, aber springst immer noch einen Monat. So, jetzt aber bitte. Mal einen Kontrollpunkt hier. Endlich. Mein Best. Weil wenn ich jetzt überlege, dass wir zurücklaufen könnten und versuchen könnten, diese Einhörner vorbeizukommen, wenn wir da sterben sollten, alle beide, dann laufen wir jedes Mal 5 Minuten, bis wir da sind. Das ist völlig ätzend. Und hab keinen Bock, die Dinger jetzt so, nochmal. Die Frage ist, was haben wir jetzt hier hinten von? Was kommt hier? Kommt nochmal so eine Dinger raus. Oh, Boss. Gut, da ist der Weg zumindest nicht so weit hin. Na dann. Ja. Hase Jean wie cool. Super. Erstmal ein Hase Jean, der Grausame. Grausame. Ach scheiße, ich kann heilen, ich wollte meine Flammen nehmen. Ja, aber klar ist, dass ich wieder brauchen kann. Ich bin ja mittlerweile alle geht. Und gegen eine Fähigkeit. Okay. Besonders bisher. Ja, bisher hat er nicht angefangen. Ja, der kann sich halt brauchen. Ja, ein Schwerter. Besser. Natürlich kann er es nicht brauchen. Ja, natürlich kann er auch. Ich muss mich heilen, ich muss mich heilen. Oh, scheiße. Wow. Oh Mann, ich hab mich gerade gerollt. Das passt gut. Das passt gut mit dem Leben. Wieder hin. Ich hab den letzten Schlag gemeint. War aber gerade hinter ihm, da ist mein letzter Schlag. So. Ah, beim ersten Versuch und da steht ja, da was. Also, der Boss war leichter. Warte mal, der kann mir ja nicht ausgeben, scheiße. Der Boss war leichter als der Weg hierhin. Und wir haben nichts rausgeschnitten. So. Und voller Ernst. Ja, jetzt ist es richtig glaubwürdig, Kind. Jetzt ist gar nicht erwähnt, wäre gar nicht auf die Idee jemand gekommen. Und jetzt, wo du das sagst, könnten die den Anschein haben, dass wir das wirklich gemacht haben. Haben wir aber nicht. So, weiter. Das ist aber auch ein Anschein, was du gerade gesagt hast. Aber was ja auch. Er geht nicht weiter, ja, danke. Haben wir wieder einen Boss gekriegt und wissen jetzt wieder nicht, wo lang. Ist ja geil. Wie sind das alles hier so eine kombinationalen Bosse, die einem nichts bringen, außer Seelen und dann was los? Und wieso sagtest du eigentlich, wir wissen nicht, wo lang? Da hinten, wo die Ferne ist. Ja. Und ja, klar. Der einzelne Weg, den wir noch haben. Nee, wir haben noch diesen Kommieren, wo wir irgendwie runterspringen müssen und diesen Geister wenden. So, jetzt brauchen wir einen ganzen Tag oder die ganze Stunde jetzt noch. So. Ich muss auf die Idee, ey. Überlege gerade. Überlege gerade, wenn wir an denen einfach vorbeijumpen mit diesem Kram hier. Komm, mach mal, vorbei. Achso, die sind da. Ja, jetzt kommt. Mal kurz die Test. Okay, ich dachte, es ist schlimmer, die vorbeizuhalten. Warte mal. Nee, von da oben bin ich gekommen. Entschuldigung, was Gedanken. Ich dachte, es ist ein Weg, den ich vorhin nicht gesehen habe, aber naja. So, da unten ist ja auch noch ein Weg. Wir müssen ja eigentlich eine Viecher vorbei, wenn da unten den Weg aufmachen. Das kann tot. Ich nicht. Ich bin tot, ich bin tot. Ich lebe. Hä? Jetzt war ich doch tot instant. Mal
mal kurz heilen, warte. So, jetzt habe ich weniger Treffer und deswegen sterbe ich beim nächsten Angriff. Reicht die Heilung bis zum Ende wenigstens? Dann nehme ich zumindest das Feuer rum, dass ich ihn mitverletze, wenn er mich schon nochmal trifft. Ich nehme alle beide. Ja, komm! Mach weiter! Heiße! Okay, der Weg ist nicht so weit, aber die Viecher zu töten ist halt ultra schwierig. Was? Der Weg ist nicht so weit? Naja, wir können ja relativ, wir können ja relativ schnell jumpen. Wir sind hier, tauchen ja hier auf. Stimmt ja. Jumpen da einfach rüber. Los, Mensch. Was ist denn, wenn wir Pfeil und Bogen nehmen sollten? Ich hab so Pfeil und Bogen. Gut, man kann die ja weder blocken noch irgendwas anderes. Oder ich hab eine Idee. Wo unsichtbare Teile sind, da gibt es jetzt bisher ja die Mitte. Einfach darauf und den Bogen abballern. Ja, alle tot sind. Ich meine, da drauf. Springen, nach rechts springen. So, nimm mal. Hast du das noch irgendwo eine? Ja, dann hast du jetzt von mir Sense da drin. Ist auch Quatsch. Ich benutze eh nicht und die ist auch scheiße. Sind da noch Pfeile drin? BB steht da drin. Nimm einfach die Gift oder die Feuer. Ja, dann mach ich die Feuer weiter. Oh. Ja. Ach, nee. Ah! Nein! Ja, sah hübsch aus. Aber kriegst du keine 10 Punkte für. Ich auch nicht. Ich hab den Bogen. Danke. Oh, aber mit Rollen bestimmt nicht. Ich muss schon mit Angreifen machen. Nein. Komm, ich kann nicht so schwer sein, hier rumzuspielen. Bildstab ist nicht. Sitzt du hoch und ich drück dann Start. So, ich muss aber runter, ich muss hier anlocken. Ja. So, das nicht mal, du musst schon ziehen. Meine Güte, das ist doch nicht dein Ernst jetzt. Jetzt streng dich doch mal verdammte Scheiße an. Ich kann doch nicht da 15 Mal hochklettern, eine halbe Tag verschwendet. Weil du nicht loben kannst. Bin ich da unten fest. So, mal einen Knopf gedrückt halten können. Wir schießen. Oh. Mann, ich hab Rollen gedrückt. Böses Mist hier, ey. Ja, was sollst du machen? Du kannst du nicht machen mit dem Rückspiel. Hä? Ja, da kommt einer nach den anderen. Wir haben alle unsere Seelen. Da sind 30.000 Seelen verschwunden wegen sonst Schwachsinn hier. Gegner, die man nicht blocken kann, die man nicht schafft, richtig auszuweichen. Und die wird einmal töten, maximal zweimal. So ein Kack, ey. Und dann ist es noch bescheuert. Ich muss so, also Angriff mit zurückhalten. Muss ich. Ja, ich den Bogen ja nicht vernünftig bedient und das ist leichter. Ja, nicht den Bogen hier geben. Nee. Ich hab den gar nicht aufgewertet. Selbst wenn ich den, ich habe selbst den Bogen, der bricht mir nichts, weil ich den Quatsch nicht aufwerte. Das sieht mich ja nicht. Vielleicht habe ich ihn aufgewertet, aber ich habe genug. Dann hat man noch kein Ziel außer einen Strich. Mann. Habe ich hier irgendeinen Quatsch? Da ist der blöde Bogen, aber habe ich nicht noch eine Sense? Eine Sense, eine Armbrust? Nee, habe ich nicht. Ist aber auch pervers dunkel hier das Menü, gar nicht. So, da hier irgendwelche blöden Pfeile drin, da kann ich auch die Feuerpfeile nehmen, weil ich den Bogen eh nicht benutze, umschalten. Ja, mich getötet.
Meine Güte, ey. Die Dinger sind so übertrieben. Ja. Halt dich doch mal ein bisschen flatter, ich kann nicht. Ja, schlimm ist, dass er so viel aushält. Ich glaub ja nicht, wie das ist. Ist ja nicht so, dass der mal umfällt. Da haben sie ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Ein. Ja. Einen. Jetzt hast du zwei bei dir. Oder machst du? Ja, ja, lange, lange ist er schon auf der Insel. Erzähl mir nicht. Ja, das ist so Quatsch. Irgendwelche Sklaven, Segler, Wanderer. Warum? Bla, bla, bla. Wir laden uns bald wieder aus dem Jürgen. Ja, aber nicht so Quatsch. Ja! Gott, danke! Kannst du auch einfach Papa sagen. Du hast die Blitzdinger! Die sind wirklich krass, die machen Schaden. Ja. Das hätten wir ja früher finden müssen. Bin los. Wenn wir uns in Seelen verbraten, die Scheiße. Gibt es immer nicht bleiben? Ich glaube, ich weiß, welche Stelle wir jetzt hinkommen. Oder? Auf wie? Diamantanhäusung. Aha. Ja, da, ich wusste. Ich jetzt brauche es nicht hier runter eigentlich. Nee. Wenn das schon da so ist. Ja. Nur eine Abwirkung, weil es nicht ja, aber wir kommen von beiden Seiten hier hin. Klingt es nicht. Das ist wirklich irgendwie. Naja. Also eine geheime Stelle. Wir wissen trotzdem noch nicht, wie wir an der Pyramide unten drunter den Kram aktivieren. Ich werde mal mit diesem Hebel. Bin ich. Ja, ich bin einfach nicht schade. Mensch, ich will bloß raus. So, das ist alles zusammen. Also oben an der Pyramide gibt es noch einen Weg. Und wo geht's hier hin? Boss. Wieso haben wir, was haben wir beständig mit Bossen jetzt hier? Na dann, komm. Dein Zeug. The Witch of the Lake. Die Hexe des Sees. Hallo, Hexe. Wie du fliegst. Wie du fliegst. Hält ganz aus. Macht aber schon. Naja. Tot. Hab nichts zu sagen. Hab nichts zu sagen. Beide Instant-Tot von einer Attacke. Die ist fertig. Die ist fertig. Oh Gott. Scheiße, das wird übel. Zumindest der Weg nicht so weit, aber der braucht so lange, bis er wieder aufbaut. Mach bitte dein das Blitz, weil das macht. Nein! Lass mich bitte spielen, wie ich möchte. Das kann ich auch nicht leiden. Scheiße, jetzt auf das Blitz. Ich will aus meiner Attacke muss verlernen. Ich bin nicht, wenn ich jetzt nach einem Angriff oder umfalle. So, und was hätte das Blitz mir jetzt gebracht? Gar nicht. Da bin ich kein Angriff kaputt. Blitz kann man machen, wenn man so fast schafft. Ja, okay. Okay, die schießt also wie geistesgestört. Ich weiß gar nicht, wie man das ausweichen soll. Vielleicht kann man das im Block. Bei diesem Spiel weiß man ja nie. Und nun los. Hallo, fang an. Ja, man kann den Kram anteilig blocken, aber nicht allzu viel.
Ja, wir haben dich gesehen. Komm, Attacke. Lass mich spielen. Ich hab sie gesehen. Man hinter ihr ist, hat man gekriegt. Man darf nicht vor ihr sein. Ja, genau, als ob. Mach auf dich und dann auch bei mir umdrehen und schnell anfangen. Haters, meine Güte. Die ist am Stellen. Ich hab keine Ahnung, weil sobald die einen einmal trifft, ist man ja eigentlich fast tot. Das sagst du. Oder man ist instant tot. Je nachdem, wie viel einen erwischt. Warte mal, wir brauchen irgendeine Ausrüstung. Jetzt brauche ich nicht hier abliegen. Wir brauchen eine Ausrüstung, glaube ich, die mehr Mana blockt. Was ist denn das? Heilig? Arkan? Ja, man weiß ja nicht, was das ist, was sie da zaubert. Blitz ist es nicht, Feuer ist es nicht, Gift. Ja, bleibt bloß heilig oder arkane Energie. Ich glaube, das ist arkane. Aber die Frage ist, wenn ich jetzt denn das hier nehme zum Beispiel, dann habe ich deutlich mehr Verteidigung, was Magieschaden angeht. Muss man selber bei dir gucken. Muss da bloß mal mit X umschalten. Das da ist, das ist Arkan zumindest 98%, also das sieht das ultimativ. Wenn sie zum Beispiel mal anlegen. Das ist meine gleiche Richtung, bloß anfangen. Ja. Sie macht heilig. Ich weiß halt nicht, ob es Arkan oder heilig ist. Ich würde es als Arkan finden. Das hier würde noch mehr bringen. Hinten nach oben. Oder ist der Rest schlechter? Heilig. Ich habe überhaupt fast gar nichts, sonst wird man daran zu schnell, glaube ich. Das erstmal anlegen, was haben wir noch für Möglichkeiten? Ist das besser geworden? Kommt etwas besser aus? Nö. Schuhe, Handschuhe, wie sieht es hier aus? Die sind schon mal besser. Eigentlich ist der Arkan auch. Entscheid selbst. Guck bei mir. Wenn ich beide gucke, dann brauchen wir eine halbe Stunde dafür. Schon hier auch 52 Glied. Was sind der Zylinder eigentlich? Der ist schlecht, Alter. 25. Ich weiß nicht, wie sie schon aussehen. Hier, mir! Okay. So, was haben wir hier? Erhöhte die Menge Salz, wird hier mit rein. Auf voll halten, erhöht Stärke, erhöht die Schiebe. Das heißt, wenn ich hier irgendwas. Erhöht meist Linie, erhöht mehr Giftschaden, erhöht Menge an Gold, Schick, Verteidigung gegenüber Schwieg. Regenerationsrate der Ausdauer, das könnte man mal anlegen. Verteidigung gegenüber Akkaton und Schaden. Dann nehme ich doch den Ring auch noch mit. Ich muss bloß den letzten Satz nochmal lesen. Erhöht Ausdauer, also Regenerationsrate, Ausdauer, Blitz, HP, Salz, Verwundung, Magie, Blitzschaden, erhöht Verteidigung gegenüber Schlägen, erhöht Geschick, erhöht Gold, Verteidigung gegen Gift. Und Regenerationsrate Ausdauer. Das kannst du ja lassen. Ja, du hast die ganzen Ringe gar nicht. Ja, warum das nicht? Wahrscheinlich vom Anfang des Spiels, oder? Gut, ich glaube, deine Ringe passen schon so, wenn ich das so grob verschlagen könnte eben.
Ja, gut, dann haben wir alles. Mann, sehe ich nicht aus. Wir testen einfach mal. Ja, so hässlich aus wie so geil. Und wenn nicht, dann haben wir ja oben immer noch den, anderen Weg. Es gibt aber auch viele Bosse in dem Spiel, meine Güte. Jede Folge haben wir ja einzelne Bosse. Wenn man die jetzt hat. Wobei, einen Boss haben wir ja in der Folge. Meine hat die Lärm, die er braucht, die Kombo in die reinklopfen können. Der muss so einzeln rufen. Ah, oh, den kommst du nicht mehr weg, weil der einmal drin. Dann kann man nicht mehr ausweichen, man kann nicht blocken, man kann nicht machen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Rüstung so viel Unterschied gemacht wird. Hast du den Kürbiskopf nicht auch gehabt? Der war doch so viel besser. Der war doch super gut. Hast du den nicht mehr? Ich dachte, am Anfang hatten wir den beide auf. Na dann, weiter. Scheiß drauf. Die alte Kuh jetzt auch mit besiegen. Wo die Folge endet hier. Komm. Da muss man drüber springen. Das ist einfach nur drüber springen. Das drehst du einmal rum und dann kommst du dir hinterher und dann springst du einfach einmal hoch und einmal rüber. Weißt du? Na los, Mensch. Einfach nur den und dann bist du durch. Und den anderen Kram. Der Axt ist gebrochen wird. Wie macht das Feuer leider? Na, verdammt, ey, dieser Hexe ist echt anstrengend. Genau, ich habe ihn getroffen. Ja. Ich bin gesprungen! Du bist gerade zum ersten Mal getroffen. Ich bin am Rand der Pappe. Eines Blocken, hast du gesehen? Ja. Aber so ein Teil. Und dann ist deine Glocke so durchbrochen. Ich werde die machen. Die Scheiße nervt mich. Das ist kriegt sie nicht, wenn man nicht springt. Das ist Kacke. Ich weiß nicht, was sie machen soll. Die ist echt anstrengend. Ich weiß nicht, was machen soll. Keine Ahnung. Scheiße. Oh. Komm einfach nicht an ihren Tod. Bei mir ist ja der Blitzantacke oder sowas, was er macht,
ist ja für mich gerade okay. Das macht nicht mehr viel Schaden, weil ich Arkan gegen habe. Aber ansonsten, ich habe mich das Beste genommen. Aber ansonsten ist die anderen Attacken. Ja, ich bin ja, genau. Ja, Mann, ich war verletzt. Wenn du einmal verletzt bist, kommst du nicht mehr dazu zu heilen, weil die greift halt ununterbrochen. Das ist ja auch so ein Ding. Das ist ja auch so eine Kacke. Die Attacke ist genauso. Das hier ist noch fast das Humanste, wenn man unter ihr ist. Alles andere ist scheiße. Nicht reinspringen. Weil du mit der Axt so hochschlagen. Was? Weiß nicht, die Attacke ist auch so lang. Weil du immer da durchrutschen musst. Echt anstrengend. Ob wir noch schaffen. Ja, ich halt die Kopfen, weil du mal runterspringst. Ich meine, bisher hat das jetzt nicht den Ausschlag in den Punkt gebracht, aber trotzdem nicht optimal. Und dann kann ich. Hey, ich bin unter ihr, Mann. Ja. Was bedeutet, wenn ihr am Rand ist, kann ich halt nicht angreifen, weil da das Level zu Ende ist. Ja, das ist auch nur nervig. Aber ich bin doch unter ihr. Ich kann ja nicht weiter nach rechts. Warum kann ich diese scheiß Kamera nicht weiter nach rechts bewegen? Wenn die einfach außerhalb der Map fliegt, wo ich nicht mehr hinkomme, kann ich doch auch nichts machen. Man ja. Muss unter ihr bleiben, das funktioniert ja echt gut. Hast du gerade gesehen, aber dann kommt man nicht mehr ran. Übel. Nicht springen, du kriegst meistens Schaden. Einfach nur runterfallen lassen. Man darf sich doch nicht so panisch heilen, weil wenn ihr ihn trifft, ist man eh tot. Ich glaube, man muss einfach entspannt unter ihr und dann sagen, okay, ich greife jetzt einmal nicht an. Einmal rollen. Rollen. Oh, jetzt roll doch mal, du Hampelfresse, ey! Rolle! Nein! Scheiße! Und bin ich ein bisschen. So, jetzt ist er außerhalb der Map und ich komme noch nicht an die ran. Drücke immer, man drückt es ja sogar, glaube ich. Ja.
Aber wenn ihr einmal diesen Sprung schlafen, das. 38. Ja, aber ich muss jetzt nicht dran, ich verteile. Lass dich mal auf. Fuck, ich bin zu früh gerollt. So nah dran. Ich bin einfach zu früh gerollt. Ja, ich mache halt auch nicht den Schaden, den deiner macht mit der Axt. Ich habe ja halt noch diese scheiß Sperrkacke. Und ich vom Anfang. Und ich krieg halt auch keine bessere Waffe irgendwie in dem Spiel. Und ich sterbe schnell. Ja, das ist das Problem. Wenn du, glaube ich, länger dabei wärst, dann hätten wir die auch schon geschafft. Die ganze Zeit nur einen Treffer rum. Ja, aber du stoppst ja sowieso, wenn sie nicht. Warum macht jetzt nur noch diesen Angriff? Ja, ich an. Mann, dreimal! Einmal voll erwischt, dann kommt er noch nicht mehr. Ja. Ich dachte, die kommen mit scheiß Kugeln von dir. So, weiter versuchen. Irgendwie müssen wir sie ja schaffen. Ich hab sie getroffen, ich bin nicht mal gesprungen. Oh. Nun los. Das sind ja noch nicht. Ja, geil! Ah, du hast mich auch weg, raus. Auf der ist in der Ecke, kommst du nicht ran? Ich dachte, die macht irgendeine andere Handtasche, das ist geil. Wir sparen uns jetzt so lange an, bis einer keine Lust mehr. Macht ihr jetzt noch was? Ja. Ich bin abgepackt, oder was? Oh nein! Ah. So außerhalb der Pappe, Mann. Warum heilen? Ich wollte schon springen, aber es war ein bisschen langsam. Heilen noch zu lang. Wie überleben die Leute und das sind mit wir. Das ist doch alles vollkommen boogie. Gleich am Anfang machen. Ja, macht er unendlich. Und den
Wieso macht sie denn gerade zwei Attacken gleichzeitig? Keine Ahnung. Wann macht denn das? Keine Ahnung. Ich meine, ich hatte sie ja noch nicht mal unter der Hälfte, wo sie normalerweise ausrastet. Wie sollte ich denn das jetzt ausweichen? Quatsch, wir sind beide am runterspringen, das ist jetzt drauf. Weiß ich mal, ich weiß nicht, was wir das schaffen wollen gerade. Ja, genau. Ja. Ja, okay. Mann, ich roll doch mal durch da, verstehe ich immer nicht. Warum rollt meiner jetzt nicht? Hab den gerollt. Weil das noch. Ich glaube mal nur die Dinger, die Kugeln, die die schießt, kaputt hauen kann. Wenn man zeitlich haut, ist das jetzt. Und die vielleicht trifft. Genau. Muss man halt ausprobieren. Naja. Ja, es war jetzt auch schon wieder den einen, wenn der dich trifft, dann kommt gleich der zweite hinterher. Das ist irgendwie manchmal jetzt ein bisschen übertrieben. Vorher ist immer noch jede Attacke nochmal woanders hingeflogen. Wenn die immer stärker wird gerade. Ja. Immer wenn ich sterbe. So, komm, letzter Versuch erstmal. Dann ist unsere Zeit sowieso erstmal um. Du solltest da runter. Notfall müssen wir oben in der Pyramide dann nochmal reingucken, in dem Ding da. Vielleicht brauchen wir auch noch irgendwas. Vielleicht mal Magie-Schild oder so was. Keine Ahnung. Genau, gerade muss ich anfangen. Der mehr Schaden. Eisen. Ich hab gerade den großen Angriff gemacht. Hier noch. Mann! Heil, ich muss mich halten. Ja, ist raus. Einmal diese schwarze Kackattacke, die ja immer noch ein bisschen mittritt. Ja. Weiß nicht, wie ich die ausweiche. Hey, was tut sie? Das große Problem ist ja, wie man die ausweicht. Guck mal hier. Nun gut, damit war's das für heute. Haben es leider nicht geschafft, die Hexe noch zu besiegen vom See. Die ist ganz schön finster. Schade. Aber mal schauen, bis zum nächsten Mal. Dann ciao, ciao. Ciao.